Es ist soweit, Freunde, die erste Bundesliga geht wieder los und ich begrüße euch zum ersten Topspiel der ersten Bundesliga. Borussia Dortmund spielt gegen Eintracht Frankfurt. Und ich befinde mich hier an einem speziellen Ort in Dortmund, nämlich am Borsigplatz. Das ist der Ort, wo der BVB ihre Titel feiert mit den Fans zusammen. Das letzte Mal, dass der BVB hier einen Titel feiern konnte, war 2017 nach dem DFB-Pokalsieg. Der letzte Pokalsieg war jedoch 2021. Damals konnte man hier aber nicht feiern. Aufgrund von Corona. Das Ganze ist ein kreisförmiger Verkehr mit 6 sternförmigen Zufahrten, so ähnlich wie in Paris. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner, aber naja. Hier haben wir auch ein Nashorn, keine Ahnung wofür das steht. Auf jeden Fall trägt er scheinbar ein BVB-Trikot. Ihr müsst euch vorstellen, dass am Ende der Saison 2023 mehr als 1 Million Menschen hier erwartet worden sind, um die deutsche Meisterschaft zu feiern. Leider lief es alles ganz anders. Wir wissen, was passiert ist. Jamal Musiala hat dafür gesorgt, dass Dortmund einer der größten Brüche ihres Lebens hatten. Die Ampeln in Dortmund sehen so komisch aus. Und ich glaube, ich gönne mir jetzt direkt einen Döner hier am Borsigplatz. Da haben wir das gute Ding. Und was ich schon mal richtig gut finde, ist, dass das echt ein großer Dürüm ist. Also generell feiere ich bei allen Dönerarten Dürüm am meisten. Aber ich hasse es, wenn sie mir dann einen Dürüm geben und der dann irgendwie, keine Ahnung, nur von da bis da geht oder so. Tja, jetzt muss es nur noch schmecken. Also, was sagen wir zu dem Ganzen? Also das Fleisch und Salat und so weiter, also der Inhalt ist ganz geil. Das Brot ist es aber. Und ich finde, das Brot ist so das Wichtigste bei einem Döner, also bei einem Dürüm vor allem. Aber naja, ist trotzdem ein guter Döner. Kriegt eine 7,5 von 10. Er kriegt auf jeden Fall einen Pluspunkt wegen der Größe, weil es gibt wenig Dürüm, die so groß sind. Vor allem, ich habe den ganzen Tag bisher noch nichts gegessen, deswegen ballert er nochmal anders. Das Essen hat mich gestärkt, jetzt habe ich mir noch so Erfrischung und eine schöne kalte Cola geholt. Das Wetter heute in Dortmund ist richtig krass, ganze 30 Grad, Freunde. Und ich muss euch gleich zeigen, wie verrückt die Stadt Dortmund diesen Fußball lebt. Also wirklich diese Liebe zum Verein. Es ist einfach nur krass. Ihr werdet das jetzt gleich sehen. Das muss auch eine super Freundschaft sein. Der eine im Bayern-Trikot, der andere im BVB-Trikot. Was geht denn hier teilweise auf den Straßen ab in Dortmund? Schaut mal, ich laufe durch die Dortmunder Innenstadt hier in so einer Einkaufsstraße und schaut einfach mal, wie viele BVB-Fans einem entgegenkommen. Also wirklich überall sind die. Fußball ist für die wirklich wie so eine Religion. Du kannst hier wirklich in dieser Stadt nirgendwo hingucken, ohne dass du jemanden in einem gelben Trikot siehst. Ich glaube, ich war noch bei keinem Fußballverein in der Stadt, wo das so extrem war wie hier. Die Stadt Dortmund verwandelt sich immer in eine gelbe Invasion. Bei diesem Wetter konnte ich nicht anders, als mir noch ein Eis zu gönnen. Es ist so verdammt warm. Boah, geil, Freunde, ich sag euch, ein Maßeis geht immer, vor allem das Karamell da drin. Wie ihr hier sehen könnt, Freunde, ist in der Stadt jetzt wirklich fast gar nichts mehr los. Und das liegt einfach nur an einer Sache, und zwar, dass die Fans alle auf dem Weg zum Stadion sind. Weil so ein Bundesligaspieltag ist einfach wie so ein Fest für die Dortmunder. In Dortmund steht hier auch das Deutsche Fußballmuseum und da haben wir sogar ein EM-Ball. Das letzte Mal, als ich hier in Dortmund war, war tatsächlich bei einem EM-Spiel, nämlich Portugal gegen Türkei. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei einem Dortmund-Spiel hier in Dortmund bin, muss ich unbedingt mal eine Tour durch dieses Museum machen. Jetzt nehmen wir erstmal die Stadtbahn und fahren zum Stadion. Ihr könnt ein Trikot eurer Wahl bei mir auf Instagram gewinnen. Grund dafür ist, dass ich eine Win-Challenge auf Twitch verloren habe. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist mein Post auf Insta liken, mir folgen und 2 Freunde markieren. So, da vorne sehen wir das erste Mal den Signal Iduna Park und hier wieder ganz, ganz viele BVB-Fans, aber auch endlich mal Frankfurt-Fans. Die habe ich heute den ganzen Tag gar nicht gesehen. Ich bin auch sehr gespannt auf die Eintracht-Fans heute, weil Eintracht Frankfurt hat einfach mit die krassesten Fans in ganz Deutschland. Digga, wie sieht es denn da drüben aus? Also wirklich eine Dortmunder Invasion. Ich finde wirklich das Duell Dortmund gegen Frankfurt als erstes Topspiel der Bundesliga richtig, richtig geil. Ich bin mir sicher, dass der BVB eine wichtige Rolle im Titelkampf spielen wird. Sie könnten wirklich ein ernster Titelkandidat werden. Auf dem Transfermarkt haben sie ja auch ganz gute Transfers gemacht. Gerassi von Stuttgart, Bayer von Hoffenheim, Anton ebenfalls von Stuttgart. Und sie haben Nationalspieler Pascal Groß aus der Premier League geholt. Das ist wirklich crazy, was hier vor dem Stadion in Dortmund los ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es Abgänge gab, zum Beispiel Marzen. Füllkrug hat man abgegeben, da man Gerassi geholt hat. Und 2 der größten Vereinslegenden vom BVB sind auch gewechselt. Marco Reus ist zu LA Galaxy gegangen und Mats Hummels unschönerweise ist noch vereinslos, hat den Verein verlassen. Mal sehen, wo es als nächstes für ihn hingeht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die gelbe Wand heute, auf die Stimmung heute. Und
vor allem auf You Will Never Walk Alone. Ich glaube, egal ob du BVB-Fan bist oder nicht, du musst einfach nur Fußballfan sein, um so einen Moment mal miterleben zu wollen. Ich finde die Außenfassade ja richtig nice vom Signal Iduna Park. Vor allem auch diese Bildschirme, und dort wird auch immer vor dem Spiel die Ausstellung angezeigt. Das Motto bei dem heutigen Spiel ist alle in Gelb. Jeder BVB-Fan soll was Gelbes anziehen. Leider habe ich gar kein einziges gelbes T-Shirt oder so zu Hause gehabt. Ich bin kein BVB-Fan, für die Leute, die fragen. Ich habe mir trotzdem was aus Respekt überlegt, und zwar werde ich einfach eine Warnweste anziehen, die gelb ist. Ich habe nichts anderes gefunden. Es ist zwar mega dumm, aber naja. Jetzt geht es erstmal ins Stadion. Okay, wir sind drinne und da vorne haben wir irgendeinen Bildschirm, wo Highlights gezeigt werden. Ich glaube, ich muss hier lang, denn ich befinde mich auf der Westtribüne. Da vorne muss ich hoch, denn ich bin im Block 30. Okay, da bin ich mal gleich auf die View gespannt, denn ich habe noch gar keinen Plan. Ich bin ja immer derjenige, der sagt, man soll Sport machen, aber ey, die Treppen gehen im Stadion ist immer so anstrengend. Stimmt, im Stadion in Dortmund kannst du ja auch Döner kaufen. Das ist auch crazy. Ich glaube, es gibt kein anderes Stadion, wo du Döner im Stadion kaufen kannst. So, da haben wir Block 30 und ich bin jetzt gespannt auf die View da oben. Zack, zack, zack. Alter, das ist crazy. Ich war noch nie so weit oben im Signal Iduna Park. Aber das sieht so heftig aus von hier oben. Oha, schaut euch mal die gelbe Wand an. Die ist hier komplett voll jetzt schon. Ist das crazy. Holy shit. Digga, das sieht nach einer Choreo aus. Das wäre absolut krass heute. Wie sehen denn hier auch die Sitze aus? Hat jeder denn so einen Griff da hinten? Ne? So, Warnwest ist angezogen. Ich will nicht wissen, wie dämlich das aussieht. Aber egal, immer in Gelb. Und Freunde, sind immer ehrlich. Es sieht immer noch besser aus als das Champions League-Trikot von BVB. Und das ist übrigens die endgültige View heute. Heftig. Dort vorne haben wir den Frankfurter Auswärtsblock. Und da kommen die BVB-Spieler rein. Da vorne direkt Karim Adeyemi. Und schaut euch mal diese ganzen Fahnen an. Ist das geisteskrank. Oha. Kann man als BVB-Spieler da unten dann nicht richtig Bock auf Fußball bekommen, wenn man sowas hinter sich im Rücken hat? Und jetzt gibt es sehr, sehr laute Pfiffe im Stadion, denn die Frankfurter kommen rein. Ist das krass, Digga. Dort unten haben wir Mario Götze. Was wohl aus ihm geworden wäre, wäre er nie zu Bayern gewechselt. Wenig Bayern, fünf Leute das Spiel und es gab sehr, sehr laute Pfiffe. Ich dachte, der darf kein BVB-Spiel mehr pfeifen. Ich will nicht wissen, was hier los ist, wenn der heute irgendwelche Fehler machen sollte. Und Freunde, stehen alle auf. The You Will Never Walk Alone Hymne wird gespielt. Und die gelbe Wand zündet jetzt schon eine Pyro. Wow! Ich bin natürlich nicht der Erste, der das sagt, aber es ist trotzdem krass, es mal selbst erlebt zu haben. Und ich möchte euch die Stimmung hier so gut zeigen wie möglich. Schade, dass ich heute so weit weg von der gelben Wand bin. Ich will nicht wissen, wie laut es ist, wenn ich etwas näher daran bin. Der BVB fährt eine Choreo aus. Jetzt hört man auch das erste Mal so ein bisschen die Frankfurter und die Anleitung 1:0. Diese ganzen Fahnen sehen so episch aus. Ganz groß haben wir dort Borussia Dortmund stehen. Die Spieler stehen bereit im Spielertunnel. Boah, ich bin so geil auf dieses Spiel. Ich hoffe, es wird wirklich richtig spannend. Ich möchte ein richtiges Spektakel sehen. Und da vorne kommen die Spieler eingelaufen. Wie krass muss sich das als Spieler anfühlen, wenn du hier einläufst und einfach das da vorne siehst. Gänsehaut und der BVB für eine Pyro. Gelbe Rauchfackel.
Ist das krass? Ist das krass? Digga, ist das krank, wie das aussieht. Der ganze Rauch zieht jetzt hier rüber. Die letzten Sachen werden besprochen. Also die BVB-Spieler können sich wirklich gesegnet fühlen, dass sie diese gelbe Wand hinter sich haben. Und die legen auch direkt los mit Fangesicht. Und es stehen nochmal alle BVB-Fans auf vor dem Anpfiff. Wow, ich habe keine Worte. Ich kann nicht mehr sagen als wow. Was ist das für eine Stimmung? Ampel. Oh, der rutscht durch. Oh, gefährliche Chance. Frankfurt. Erste Chance geht an die Frankfurter. Und die machen jetzt auch ganz schön Lärm. Malen jetzt am Außen. Schafft es nicht, sich durchzusetzen. Und es gibt Anstoß. Da beschweren sich natürlich die BVB-Fans. Sie haben eine Ecke gesehen. Die gelbe Wand hüpft und hüpft. Und nimmt das ganze Stadion mit. Und dran standet die Kotter. Über Malen. Verteidigt. Die Frankfurter jetzt. Oh mein Gott. Stark. Kurbel ist dran. Also die Frankfurter stehen sehr tief und die Dortmunder finden keine Lösung. Und Schlotterbeck! Die Frankfurter am Konter nach Ballverlust von Brand. Emre Can versucht das taktische Foul zu ziehen. Die Frankfurter mit der Hacke! Was genau ist an Can hängen geblieben danach in Rot? Sieht aus wie der Ärmel vom Frankfurter Trikot. Boah. Julian Brandt! Der nächste Abschluss von BVB. Tatsächlich hat Emre Can einfach den Ärmel abgerissen vom Frankfurter Trikot. Wie crazy ist das denn? Wie schlecht ist denn die Qualität? Guck mal, wie es da runterhängt. Geht der BVB mit einer Halbzeitführung in die Pause oder bleibt es beim 0:0? Sie kommt weiter, Handspiel reklamiert! Das ganze Stadion reklamiert! Und Zweier pfeift zur Halbzeit! Und es gibt sehr, 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 sehr laute Pfiffe im Stadion! Also das Spiel bisher ist noch nicht das Spektakel, was ich mir erhofft habe. Ich habe mir die Handszene gerade angeschaut. Ich finde, es ist gar kein Elfmeter, war angelehnt, natürliche Bewegung, also er zieht ihn ja auch zurück. Ich hoffe einfach, dass die zweite Halbzeit besser wird. Und die zweite Halbzeit läuft wieder. Und jetzt wieder am Rand. Läuft auf die Frankfurt-Abwehrkette zu. Da machen sie ihn zu wenig draus. Gefährlicher Schuss. Er liegt wieder ab, Adi Emi! Der hat jede wieder ein normales Trikot an.
der hat ja richtig drauf. Der ist richtig abgezockt. Jo, der hat plötzlich fünf Sterne viel zu tief ausgepackt. Man hat richtig gemerkt, dass der mal mit Mbappé trainiert hat. Also die Frankfurter werden gerade echt stark. Der flache Ball in die Mitte. Oh! Echt starker Einsatz und Verteidiger. Maximilian Mayer kommt jetzt rein und Gittens. Jetzt der BVB mit ganz viel Spaß. Der BVB! Und die Frankfurter laufen auf die Dortmunder Kette zu. Sieht er ihn da links? Ja, er sieht ihn. Das ist sein Pass! Ich kann ja nicht reingehen, nur 100%. Digga! Ich brauch meine Augen nicht. Das Tor war komplett leer. Ich hab's mir gerade angeschaut. Der muss rein. Den kann man den reinmachen. Glück für die Dortmunder, denn es hätte hier schon 1-0 stehen können. Gittens jetzt. Oh mein Gott! Oh! Er sieht ihn in der Mitte und rüber. Davidson. Der BVB ist jetzt voll da. Die haben direkt. Das Stadion wird richtig laut. Die BVB-Fans singen. War das knapp, Alter. Fast ein Eigentor vom BVB. Es ist aber noch alles drin für die Frankfurter. 10 Minuten hat Frankfurt Zeit, das sollte noch reichen, mindestens für einen Ausgleich. Den Frankfurter rennt so langsam die Zeit davon. Ein langer Ball. Aber das wird nicht zu ungefährlich. Und jetzt sind es noch 2 Minuten oder 1 Minute zu spielen in der regulären Spielzeit. Nachspielzeit 4 Minuten ist das die Chance für Frankfurt. Nochmal rein, Verlust. Die Frankfurter jetzt, ist das die Chance? Ist das ein Elfmeter oder nicht? Meier zeigt nicht auf den Punkt. Jetzt geht es für den Panther. Alle stehen auf. Frankfurt war wahrscheinlich viel mehr damit beschäftigt, einen Elfmeter bekommen zu wollen. Und jetzt ist auch noch direkt Schluss! Glückwunsch an den BVB, die ersten 3 Punkte in dieser Bundesliga-Saison. Was ein Spiel, Freunde. War ein richtig geiles Erlebnis, heute im Stadion zu sein. Die Dortmunder Spieler gehen nochmal vor die gelbe Wand. Die Frankfurter Fans bleiben trotzdem stark.
und geben der Mannschaft nochmal Mut. Und da hüpft die gelbe Wand. Ach Freunde, man kommt hier raus und sieht nur gelbe Menschen. Können wir mal darüber reden, wie krass Gittens ist? Der hat das Spiel für Dortmund allein entschieden. Generell ein sehr verdienter Sieg, die ersten 3 Punkte für Dortmund, auch wenn es ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Die Stimmung war geisteskrank, vor allem vor dem Spiel. Im Spiel war sie auch gut, aber nicht so krass wie vor dem Spiel. Also you will never walk alone und so weiter. Ist einfach nur ein Traum, muss man mal erlebt haben. Und sonst, Freunde, bin ich morgen wieder live auf Twitch um 14.30 Uhr. Da schauen wir das erste Bayern-Spiel dieser Saison zusammen. Und generell bleibe ich morgen sehr, sehr lange live. Etwa bis 23 Uhr, 0 Uhr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir werden sehr viel machen, sehr viel über Fußball reden, über die ganze Fußballwelt. Schaut da auf jeden Fall zu. Und nächste Woche gibt es wieder 2 Stadion-Vlogs. Falls euch dieses Video also gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal, um nie mehr etwas zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!